Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ich habe im letzten Part mit diesen Typen hier besiegt. Und jetzt müssen wir wohl irgendwo hingehen. Um den Typen aufzuhalten, nämlich zu der Tiefseehöhle. Welches irgendwo auf Route 100 noch was sich befinden soll. Tja. Ja. Einfach mal weitergehen, weitergehen, weitergehen. Hallo. Ich bin hier wieder raus. Danke. Bin ich ja jetzt wieder draußen? Nö, ich glaube nicht. Oder? Bin ich wieder draußen? Bin ich wieder draußen? Nö, bin ich nicht. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, der Ausgang war hier gerade irgendwo. Komme ich hier wieder nach draußen? Ich bin doch dumm. Sorry, ist aber so. So. Ja, ich möchte gerne Surfer einsetzen. So. So. Dann möchte ich gerne auch in den Pokémon Center gehen und mich heilen. So. So. Schwester Joy, ich will meine Pokémon heilen. Pokémon bitte ohne S. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir haben das Pokémon Team. Bitte reden Sie langsamer, Schwester Joy. Ich komme da nicht mal ganz mit. Dann pass besser auf. Okay, wo muss ich denn als nächstes lang? Hm? Komm schon, Karte. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Okay, Karte, wo muss ich lang? Route 124. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Auf Foto 124. Das heißt, ich muss da lang. Ja. Okay. Warte, das bestimmt doch noch aus Wasser, oder nicht? Das, dann wäre es schlau, mein Pikachu an erster Stelle zu setzen, wegen Wasser-Pokémon. Tauschen. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier weiterkommen. Gut. Route 124. Hallo. Hallo, ich möchte gegen dich kämpfen. Zum Glück funktioniert das Kartennavi auch im Wasser. Für jemanden wie mich, dem jeglicher Orientierungssinn fehlt, ist das Ding einfach unbezahlbar. Dank des Kartennavis komme ich immer wieder unerschadet zu meinem Haus in Moosbach City zurück. Ich wollte gegen dich kämpfen. Wenn du dich einfach von den Wellen schaukeln lässt, nähern sich dir Pokémon, um zu spielen. Komm, spiel mit mir. Komm, bisschen spielen. Pika Pikachu. Komm, Funkensprung. So. Damit wäre der Kampf ja schon erledigt. Oh. Oh, jetzt bin ich wieder in Seenot geraten. Tja, hätte ich mich nicht zum Kampf herausfordern sollen. Okay. Hey du da, ich will gegen dich kämpfen. Hm. Du sitzt auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Das macht mich richtig neidisch. Sehung. Als ob du da auf dich schwimmen könntest. Ladungsstoß.
Hat nicht gereicht. Oh nö, nicht der Hagelsturm. Nicht der Hagelsturm. Ist gut, halt ich noch. Ist ja gut. Hat dir auch nicht geholfen. Schön, schön, schön. Ja, nein. Was? Nein. Wenn ihr dann sitzt, bitte. Wenn nicht. Oh, Bingo. Ja, ich möchte gerne Surfer einsetzen. Ich möchte gerne Surfer einsetzen. Ich möchte gerne Surfer einsetzen. Danke. Ja. Hallo, schwimm nicht von mir weg. Hallo. Ich möchte bitte. Ich werde jetzt sehr preiswert. Das Schwimmen langweilt mich gerade. Lass uns kämpfen. Okay, dann kämpfen wir. Na los, dann kämpfen wir. So. Donnerblitz. Gut, 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 gut. So. Da komm, da kann Duflo auch mal ran. Los, Duflo, it's your turn. Enttäusch mich nicht. Ich weiß, dass du das kannst. Ich vertraue dir. Und Gigasauger. Geh aufs Ganze. Ich wusste, dass du es kannst. Du machst mich stolz, Duflo. Huh. Ja, flauschig, denn ich. Im Vordergrund, während Duflo hier seinen harten Kampf hinter sich hat. So. Haus des Schatzsuchers. Du, sag mal, weißt du eigentlich schon Bescheid? Sag endlich. Weißt du schon Bescheid? Ich weiß Bescheid. Hätte ich mir ja denken können. Natürlich weiß ich Bescheid. Das ist der Haus des Schatzsuchers. Genau. Das ist der Haus des Schatzsuchers. Das ist der Fluch des Falken. Ich meine, guck mal. Gesuchtes Item. Item zu tauschen. Purpurstück, Feuerstein. Gelbstück, Donnerstein. Indigo-Stück, Wasserstein. Grünstück, Blattstein. Hallo. Ich bin der tauchende Schatzsucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Solltest du Stücke finden, besonders Purpurstücke, dann tausche sie mit mir. Nö. Warum sollte ich? Ich möchte weitergehen. Und ich weiß Bescheid. Wir sind schon in Moosbach City. Das ging schnell. Riesenperle. So. Hallo. Warte. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das war doch der Ort von der Spezialdemo. Naja, fangen wir mit diesem Haus hier an. Und dann erkunden wir uns einfach Schritt für Schritt einfach weiter. Wie weit geht's dir denn eigentlich? Okay, hier ist ein Haus, aber dann hört's auch auf. Okay, dann fangen wir mit diesem Haus an. Meine ältere Schwester war schon als kleines Kind recht verschlossen und sprach kaum mit anderen Menschen. Doch eines Tages merkte sie, dass sie die versteckten Botschaften von Gegenständen vernehmen kann. Okay, ich setze mich einfach mal so hin. Jeder Arena-Orden erzählt eine Geschichte. Und ich kann sie lesen wie ein offenes Buch. Die Anspannung, die Mühen,
die Hoffnungslosigkeit und die Siegergewissheit. All dies spricht aus ihnen zu mir. Ich kann dir sogar sagen, mit welchem Pokémon-Team du den jeweiligen Orden errungen hast. Na, möchtest du mir einen Orden zeigen? Jetzt gerade nicht. Einem Pokémon ganz sacht und still, auf Zehenspitzen ich mich nähern will. Warte, was? Ein Pokémon ganz sacht und still, auf Zehenspitzen ich mich nähern will. Nähern will, okay. Sie macht mir Angst. Okay, dann gehen wir hier hoch. Okay. Immer Stück für Stück erkunden. Treffen kann ich mich mit meinem guten Freund aus Baumhausen City zwar nicht so oft, aber dafür liefert mein liebes Pokémon uns regelmäßig unsere Briefe aus. Daher bereitet mir die Entfernung nicht ganz so viel Kummer. Ah, ist das der Vogel von vorhin? Was heißt hier von vorhin? Vom letzten Mal. Meine kleine Schwester schreibt sich immer mit ihrem Freund aus Baumhausen City Briefe. Okay. Aber ich bin nicht neidisch. Nö, nicht die Bohne. Was sind das für stylische Fenster? Okay, weiter geht's. Moosbach City, Raumfahrtzentrum, der letzte Ort vor dem All. Stylisch. Hallo. Schön. Ja, gut. Ja, ich glaube, ich komme ein anderes Mal wieder. Ich habe keinen Bock, jetzt mit so vielen Leuten auf einmal zu reden. Ich glaube, das mache ich einfach im nächsten Part. Deswegen sage ich hier mal, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Alpha Saphir.